Moin Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. 3, 2, 1 und los! Und wir führen Staubbrücke Ruinen zum Anfang. Ich glaube, die Strecke haben wir noch gar nicht so oft gesehen in meinem LP. Dabei ist die eigentlich auch relativ beliebt. Oh, danke. Was könnte ich dann noch sagen? Ich nehme das Ganze hier direkt nach dem letzten Part auf. Also habe ich jetzt nicht irgendwie so unbedingt ein neues Thema, Gesprächsstoff, Gedöns, was auch immer. Aber ich hätte mal so eine kleine Bitte an euch, weil ich hatte ja mal bei welchem Special waren das? 200 Abonnenten Special, 250 Abonnenten Special, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war das 200. Da habe ich mal gefragt gehabt, wollt ihr lieber, dass ich in einem Raum gegen euch fahre oder dass ich Geistart mache? Da haben sich dann die meisten dafür entschieden, gegen mich zu fahren, also dass ich einen Raum machen soll, aber es gab halt auch Stimmen, die gemeint haben, die nicht verdammt gemeint haben, sondern die wollten, dass ich lieber Geistdaten schlage oder halt versuche zu schlagen. Das trifft's eher. Und da habe ich dann gemeint, ja, das mache ich vielleicht dann irgendwann anders mal. Und so langsam wäre da der Zeitpunkt für, ich hätte da auch mal Bock drauf, eure Zeiten so zu sehen. Und dafür müsstet ihr mir natürlich Zeiten senden. Ja, ich habe bisher noch keine einzige gesendet bekommen, aber falls ihr in meiner FL seid und irgendeine Zeit unbedingt in meinem LP hier gezeigt bekommen wollt, also ihr wollt ein bisschen Fame werden, dass ihr so richtig geil fahrt und so, dann könnt ihr mir gerne hier eure Geistdaten schicken. Ihr könnt mir entweder von eurer Lieblingsstrecke schicken, irgendeine Zeit, wo ihr gut wart, irgendeine Zeit, wo ihr nicht so gut seid, damit ich auch mal irgendwas schlagen kann oder so. Oder halt, was ihr wollt. Eurer Lieblingsstrecke, wie auch immer. Und da... Okay, was zur Hölle war das denn? Kann mir das irgendwie erklären, oder war das irgendwie halt irgendwie nur irgendwie? Irgendwie. Irgendwie war es irgendwie irgendwie. So, irgendwie. Wie noch nie. Gut. Das sieht ja eigentlich bis hier zu der Stelle gar nicht so schlecht aus. Ich will dem nicht hinten reinfahren, da fahre ich lieber mal gegen die Wand. Okay, ich gebe zu, es war nicht geplant, aber lieber Zweiter und nicht in die Green Shell rein, als in die Green Shell rein und Fünfter oder so. Aber da, durch den Blitz konnten die ja nicht mehr den SC ziehen, dann wäre es sowieso egal gewesen. Plus 39, nein, reicht nicht für die 9500. So ein Pech aber auch. Ja, Entschuldigung. So, wir haben hier jetzt Varios Goldmine als zweite Strecke und da packe ich jetzt mal meine Sozi-Skills aus. So, hier ziehen wir jetzt einen kurzen Mini-Turbo, dann gehen wir in den Wheelie und fahren hier längs und dann lassen wir uns am besten nicht von den Gegnern einholen. Hier können wir natürlich backspammen, weil da gerne jemand reinfährt, was aber gerade leider nicht der Fall war. Hier habe ich die Kurve etwas weit außen genommen, aber das geht schon. Und was machen die Gegner? LOL. Hatte ich einen mega fetten Lag-Start und die sind direkt hinter mir? Oder fahren die wirklich so scheiße? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil eigentlich ist die Gruppe gut. Ja, egal. Ich fahre jetzt einfach hier mal meine Runden und dann werde ich schauen, ob ich irgendwie auf dem letzten lande, obwohl ich einen Kilometer Vorsprung habe. Nein, was mache ich denn? Warum? Oh Gott. Oh Gott, das passiert mir zurzeit relativ häufig, weil früher habe ich da mich halt immer halb zu Tode geschüttelt, bis ich dann gemerkt habe, man muss nur ganz leicht schütteln und jetzt will ich es mir irgendwie ein bisschen zu leicht machen und schütteln kaum noch und dann funktioniert das manchmal mit dem Power Dodge nicht. So. Ich habe sogar diesen Strat hier mit dem kurz an diese Umrandung. Wow. Springen gemacht, aber durch den Powerblock habe ich den Boost nicht bekommen, deswegen hat das Ganze nicht so viel gebracht. Aber was soll's. Hier, 44er Runde, oh mein Gott, das ist schlecht. Aber das kam natürlich dadurch, dass ich den Powerblock nicht gedodged habe. Und ich bin wirklich so meilenweit vorne, das kann ich mir echt nicht vorstellen, das muss ein Lag-Start gewesen sein. Also am besten irgendwie Vorsprung rausholen, so wie es geht. Vorher war auch eine Mathilda im Raum, da fällt mir nur ein dazu, hier Tante Mathilda von 3 Fragezeichen, weil ich war früher echt hier so mega der 3 Fragezeichen-Fan und hatte wirklich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich hatte Kassetten, hatte ich unglaublich viele und CDs dann auch, also mindestens
mindestens 50, wenn nicht sogar bis zu den 100 so rum. Und ja, die habe ich mir immer gerne angehört, einfach so. Und dazu Donald Duck gelesen. Das habe ich immer gleichzeitig gemacht und dann hat die Mutter immer gemeint, hey, das ist, nee, das geht doch gar nicht. Ja, aber da ich die Donald Ducks, beziehungsweise die drei Fragezeichen sowieso schon alle auswendig kannte, da war das dann auch egal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay, wir sind auch erst da. 46 plus, juhu. Und wie viele Rennen kommen noch? Zwei, glaube ich. Ja, doch, müssten noch zwei kommen. So, dritte Strecke ist DK's Dschungelpark. Naja, will mir jetzt nicht ganz so gefallen, aber egal. Und ja, das habe ich mir nämlich gedacht, weil es hatte so eine irgendwie schon Luftballons so im Namen. Ach, der verteilt Wolkenglitsch, ja, dann nehme ich mir den auch mal noch ab. So, badabam. 4 DT an... Ah, nee, Moment mal. Ist der Wolkenglitsch weg, wenn ich... Ja, okay, wenn ich den Stern einsetze, könnte er weg sein. Er könnte aber auch weg sein, wenn ich durch die Kanone bin. Das kann auch sein. Ist der jetzt weg? Moment, muss ich mal kurz testen. Ja, ist er. Okay, dann bringt der... Ja, okay, hier bringt der Wolkenglitch überhaupt nichts. Im Gegensatz zu irgendwie N64 Marios Rennpiste oder so, da... Boah, was man da abkürzen kann mit dem Wolkenglitch, das ist echt krass. Aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock darauf, dass hier so ein Cheater in der Gruppe ist, ey. Der heißt irgendwie 4IT Anto oder so. Ich hoffe mal, der ist nicht in meiner Freundesliste. Das werde ich vielleicht nach dem Part hier mal nachschauen, ob der vielleicht in meiner FL ist. Weil wenn der in meiner FL ist, dann wird er gelöscht. Denn ich lösche jetzt wirklich jeden, der irgendwie cheatet, während ich im Raum bin oder so. Oder bei dem ich das mitbekomme, dass er cheatet. Der wird gelöscht. Und ich... will vielleicht auch in Zukunft Leute, die irgendwelche Namen faken, löschen. Weil das finde ich auch irgendwie sauscheiße. Es gibt Leute in meiner FL, die machen das auch. Die haben dann einfach mal FW davor geschrieben, weil Flo ein guter Clan war oder ist oder was weiß ich. Und das dann gefaked haben, obwohl sie gar nicht in dem Clan sind. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die irgendwie halt berühmte Leute faken. Zum Beispiel hat es in meiner FL ein I'm Troy. Und ja, das glaube ich wohl kaum, weil der hat 6000 Punkte oder so gehabt. Ja, und sowas finde ich eigentlich scheiße. Also in Zukunft werde ich solche Leute nicht mehr... Wenn ich sie adde neu und dann merke, dass das solche Leute sind, dann werde ich die einfach rausschmeißen wieder. Oder wenn es Cheater sind, dann erst recht. Weil das finde ich eigentlich noch schlimmer. Dieser scheiß Cheater, ey. Durch den Cheater kann es sogar sein, dass ihr jetzt nur hier drei Rennen in dem Part bekommt. Dann beschwert euch bei dem. Denn das kann wirklich ewig dauern, wenn er hier jetzt noch weiter alle aufhält. Dann ist das echt totaler Bullshit. Und außerdem musste ich die Gruppe wechseln. Und das will ich ehrlich gesagt für ein Rennen nicht noch machen. Also ist nach dem Rennen hier wahrscheinlich Schluss. Oder ist Schluss. Scheiße. Aber zum Glück hatte ich die Bombe nicht draußen, sonst hätte ich die bestimmt noch abbekommen. Okay, der da vorne hat noch die Wolke, das finde ich klasse. Das ist ja klasse. Und dadurch kann ich tun, den noch einholen. So. Batz, hier kann man eh nicht ausweichen. Außer man hält an. So. Wurden wir tatsächlich noch Erster durch ein bisschen Gelacke und ich bin mal gespannt, ist der Cheater noch drin, weil es hatten auf jeden Fall ein paar Leute Disconnect. Ich habe auf der Karte, meine ich, 4 gesehen, also könnte es sein, dass er jetzt raus ist. Ich versuch's einfach mal. Ja, die Arena vom guten Waluigi macht den Schluss dieses Parts anscheinend und ja, das ist doch ganz schön. Ist doch ganz schön, das ist doch lässig. Der Cheater ist zum Glück raus, das ist sehr schön und es sind auch ein paar neue Leute wieder reingekommen, also nicht nur die 4, die jetzt hier am Ende noch übrig waren beim letzten Rennen. Das finde ich ebenfalls toll und ja. Es ist ein neuer Cheater drin. Geil! Geil, Hammer, geil. Boah, da sieht man wieder. MKW online fahren im Worldwide kann manchmal echt scheiße sein. Weil es gibt wirklich so viele Gruppen, in denen Cheater drin sind, das ist echt nicht mehr schön. Tati, hör auf mit der Scheiße, ey. Boah,
Ja, natürlich will die mich runterschocken, runterbluten, runter was auch immer. Ich würde mich mal gerade fragen, da kam ja die Blue Shell, als ich schon da unten, ich sag mal, im Abgrund stand. Und der Abgrund in dem Sinne ist ja der eine Unterführung der Strecke eigentlich. Ist es dann so, dass wenn da einer gerade unten lang fährt, dass der dann die Blue Shell mit abkommen hätte? Oder ist das einfach halt abgegrenzt und das geht nicht? Das würde mich echt mal interessieren, weil das ist irgendwie eine interessante Frage, meiner Meinung nach. So. Ihr seht, ihr merkt wahrscheinlich schon, ich rege mich hier wieder voll über den Cheater auf, was natürlich irgendwie auch verständlich ist, finde ich zumindest, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Wow, das war cool, dass ich da aus dem Wheelie gerammt wurde und dadurch den Mini-Sprungteil da bekommen habe, Low Jump, so nennt man das, oder Low Stunt oder wie auch immer. Ach ja. Deswegen, ich finde, bei Cheatern sollte man auch hart durchgreifen, wenn die irgendwie in meiner FL oder so sind. Sofort weg. Sofort weg. Und vielleicht sogar einen Blog auf YouTube. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, ich denke, das werde ich noch dazu machen. Dann ist die Strafe noch ein bisschen härter. Na, wobei, wenn die Leute so Arschlöcher sind und hier mich nerven wollen und Cheater sein wollen, dann mögen die meine Videos wahrscheinlich sowieso nicht. Also ist es auch egal. Und um die Ecke. Yeah, Mann. Ja, und jetzt cheatet er nicht mehr. Am Anfang mich hier runterblitzen, dass ich keine Chance auf einen guten Platz habe und dann nichts mehr machen. Das sind mir ja die Liebsten. So, sechster oder siebter oder letzter, wer weiß. Auf jeden Fall eine scheiß Platzierung. Gut, ich würde sagen, das war's dann für diesen Part, der leider nicht mehr ganz so toll war wegen Cheatern. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.